15 verschiedene Sportvereine der Stadt Feldkirch verwandelten das Schulgelände bei der Oberau in eine riesige Erlebniszone. Auf Einladung des ASV Vorarlberg konnten beim Familiensporttag zahlreiche Sportarten ausprobiert werden. Wir wollen den Sport unterstützen, das ist unser Ding, den Breitensport in erster Linie den Nachwuchs. Und hier können sich Vereine zeigen, dass sie Mitglieder bekommen, weil es ist nicht ganz so einfach in der heutigen Zeit. Und darum machen wir diese Familiensporttage im Land. Ganz kurz zum ASV, wie viele Vereine sind Mitglied, was macht ihr ganz genau? Was sind eure Aufgaben? Wir haben 50 Sektionen, also 50 verschiedene Sportarten und ca. 700 Vereinsmitglieder. Die Aufgabe ist, wir unterstützen die Vereine in verschiedenen Förderfunktionen. Das heißt also, für den Nachwuchs und so weiter bekommen sie von uns Unterstützung, auch im sozialen Bereich und auch im rechtlichen Bereich. Also wenn ein Verein ein Problem hat, kann er zu uns kommen, wir sind Dienstleister. Der ASV Vorarlberg möchte den Interessierten mit dieser Veranstaltung einen niederschwelligen Zugang zu möglichst vielen Sportarten ermöglichen. Wir dürfen an diesem Tag die breite Palette des Feldkircher Sports präsentieren. Das heißt, Kinder können die Sportart ausprobieren und die Vereine kennenlernen. Das ist nicht unser erster Familiensporttag. Wir haben ein breit aufgestelltes Helferteam und es gibt eine riesige Bereitschaft von der Feldkircher Vereine, da mitzuhelfen, diese Stationen bereitzustellen. Wie man da sieht, es gibt ein Riesenprogramm, eine Riesenvielfalt und ja, wir sind dankbar für die Vereine, dass sie diesen Job machen, und das war Tag wie heute. Ja. Winter- oder Sommersport, Eishockey oder Beachvolleyball. Zahlreiche Eltern nutzten das Angebot gemeinsam mit ihren Kindern und alle hatten ihren Spaß. Wir haben schon Karate, Fußball, Volleyball. Und ich glaube, wir wollen noch also dort und so. Und wie gefällt es euch? Gut, mega gut. Und was gefällt dir am besten? Was hast du bis jetzt alles schon probiert? Fußball und Handball und Tennis. Ich habe bisher zwei Favoriten. Die wären? Einmal Fußball und einmal Karate. Das Interesse am Familiensporttag in Feldkirch war groß. Blauer Himmel und angenehme Temperaturen sorgten für den perfekten Rahmen. Klar, dass auch Sportlandesrätin Martina Rüscher strahlte. Ganz genau so ist es. Perfektes Wetter, so viele Vereine, die sich engagieren und ein engagierter Dachverband, der das alles ermöglicht. Vielen Dank einfach nur von meiner Seite. Wir haben gerade den neuen aktuellen Vorarlberger Gesundheitsbericht präsentiert bekommen und 42% unserer Kinder erfüllen die Bewegungsziele der WHO nicht mehr. Also es ist fast die Hälfte und wir müssen da mit gutem Beispiel vorangehen, weil wenn wir sehen, wie wichtig die Bewegung für die Gesundheit ist, nicht nur für die körperliche, auch für die psychische, dann haben wir da alle eine große Verantwortung und darum danke ich jedem und jeder, die uns da mithilft. Hoch erfreut über das große Angebot an verschiedenen Sportarten und auch über die Mithilfe der zahlreichen ansässigen Sportvereine zeigte sich auch die Sportstadträtin der Stadt Feldkirch. Es ist unglaublich, was wir für ein Angebot haben. Eine Vielfalt von A bis Z. Für jeden etwas dabei. Und gerade heute kann man ganz viel ausprobieren, was mich sehr freut, weil einfach auch Kinder dann das Angebot einmal sehen, was man eigentlich bei uns alles machen kann. Eine Stadt wie Feldkirch lebt vor dem breiten Angebot, eben weil wir so viele Einwohnerinnen und Einwohner haben, dass auch für jeden etwas dabei ist. Also wenn nur einseitiges Angebot da ist, dann fällt immer jemand durch den Rost. Und es ist mir ganz wichtig, dass wir den Sport ein bisschen fördern können und dass wir eben dieses breite Angebot da haben. Das für Familiensporttag in Feldkirch. Ein spannendes und nachhaltiges Event. Und wer weiß, vielleicht darf sich der ein oder andere Verein in Kürze über ein oder mehrere neue Mitglieder freuen.